Okay, nochmal alles von vorne. So, wie gewonnen, so zerronnen. Ist natürlich wesentlich weniger als 6,5 Kilometer. Viele interessieren sich für ein Elektrofahrzeug. Doch oft hört man, das kann man nur machen, wenn man auch eine eigene Lademöglichkeit hat. Was ist mit den ganzen Mietern in der Stadt? Ich fahre nun seit 3 Jahren rein elektrisch und habe keine eigene Lademöglichkeit. Ich bin Mieter im 4. Stock und nehme euch jetzt mit eine Woche in den Alltag eines Laternenparkers und Laders. Ich wünsche euch viel Spaß. So, es ist Freitag, Tag Nummer 5. Und ja, es fällt euch auf, ich habe einen Tag geskippt. Warum? Naja, ich musste gestern am Donnerstag nirgendwo hin mit dem Auto. Und dadurch blieb es halt einfach stehen. So, naja, ein bisschen geschneit hat es, oder das, was wir hier in Berlin Schnee nennen. Aber gucken wir doch mal, was die Reichweite sagt. Gleich geht's übrigens mit der kurzen zum Sport. So, er sagt jetzt noch 100 Kilometer, nee, jetzt 98 Kilometer, weil jetzt die Lüftung anging. Und ja, 57%. Ich bin der Meinung, an den Prozenten hat sich jetzt gerade nichts geändert. Er geht halt von den Kilometern runter, so wie er es berechnet. Ich nulle das Ganze jetzt nochmal wieder für heute, damit wir gucken können, wie viel Kilometer fahre ich. Dort, wo die kurze zum Sport geht, da gibt es auch eine Ladesäule und ich denke mal, da werde ich mich einfach anstöpseln, wenn da etwas frei ist. Ach so, eine Sache noch. Ja, ist jetzt nicht wirklich viel Schnee. Das sieht auch nicht wirklich vereist aus oder so. Also von daher denke ich mal, das wird jetzt auch gleich mit dem Scheibenwischer ganz easy weggehen. Oh, obligatorisch erstmal Sitzheizung anmachen. Es ist 0 Grad. Es hat gestern mal kurz geschneit, aber heute mit 0 Grad. Naja, das bleibt halt nicht wirklich liegen. Nur zur Info. Ab geht's zum Sport mit der kurzen. So, wieder so eine Kurzstrecke angekommen nach 6,5 Kilometern. Ich zeig's mal hier. Durchschnittsgeschwindigkeit 19 km/h, jetzt noch 85 Kilometer drin. Ist natürlich wesentlich weniger als 6,5 Kilometer, aber wie gesagt, 0 Grad. Heizung läuft hier auf 22 Grad, powert das Ganze hoch. Und das ist halt eben so bei dieser extrem Kurzstrecke, da fällt halt der Reichweitenverlust stärker aus. Wenn ich jetzt nochmal 50 Kilometer oder sowas fahren würde, dann würde sich das relativieren. Dann fällt dieses Hochheizen nicht mehr so ins Gewicht, weil er dann nur noch die Temperatur halten muss. Dafür empfehle ich euch, mein Stauvideo zu gucken. Das verlinke ich mal hier. Da habe ich das ja sehr schön demonstriert. So, jetzt wird angestöpselt an die Ladesäule. Und dann geht's auch schon ab zum Sport. Typische Berliner 11 kW Ladesäule. Halt jetzt nicht so optimal für ein Fahrzeug, welches nur einphasig laden kann. Und für jemanden, der zu geizig ist, sich mehr als ein 20 Ampere Kabel zu kaufen. Er ist jetzt bei 50% und bräuchte mit diesem Kabel an der Ladesäule 5 Stunden, dann wäre er voll. So lange habe ich jetzt zum Beispiel nicht vor, da zu stehen, zumal ich ja mit dem Ladeanbieter nur 4 Stunden stehen dürfte. Daran sieht man schon deutlich diese Problematik mit den Ladetarifen, die Blockiergebühren verlangen. Also ein einphasig ladendes Fahrzeug hier in Berlin. Wir haben fast nur 11 kW Lader. Ja, aber er lädt jetzt fröhlich. Wir werden da wahrscheinlich eine Stunde oder sowas wird er da stehen. Und wenn wir auf dem Sport zurückkommen, dann haben wir zumindest wieder die Strecke drinne, mindestens, die wir hin und zurück gefahren sind. Und damit hält sich das Level. Und das ist halt immer das Spannende daran. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, solange eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur da ist, also hier und dort,
Und natürlich hätte ich jetzt auch nach einem Parkplatz suchen können, der direkt da vorne ist. Was sind das jetzt? 200, 300 Meter, was ich laufen muss. Hui! Naja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich hier vorne direkt da, wo der Sport stattfindet, einen Parkplatz finde. Also, ist ähnlich. Ne? Also, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie zwei, drei Kilometer laufen muss. Und wie gesagt, ich weigere mich auch, das Auto irgendwo anzustöpseln, dann nach 4 Stunden, bevor die Blockiergebühr kommt, das Ding abzustöpseln oder sowas. Ich integriere das Ganze so in meinen Alltag. Ja, was gibt's sonst so zu sagen? Naja, wir haben ja heute Freitag, wir haben den Donnerstag ja übersprungen, sozusagen. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, haben wir gesagt, eine Woche Elektroauto, Laternenlader. Dann werde ich wahrscheinlich diese Serie noch bis einschließlich kommenden Montag laufen lassen. Vielleicht kommt da noch so die ein oder andere interessante Sache, bei der ich euch mitnehmen möchte. So, wie gewonnen, so zerronnen. Bei minus 1 Grad und Schneeregen wurde dann der Sport im Freien beendet. Also nur eine halbe Stunde. Ja, mal gucken, was der Wagen in einer halben Stunde tatsächlich so laden konnte. Viel ist ja nicht. Und es ist kalt. Naja, wie man sieht, ganz so schlimm ist es nicht. Wir sind ja noch hingelaufen, hatten ja noch gewartet, bis der Sport losgeht. Das heißt, also er hat jetzt wenigstens 50 Minuten geladen. Wir werden dann gleich mal schauen, was das in Kilometern oder in Prozenten ist. 50 Minuten geladen, hat jetzt, zeigt jetzt 98 Kilometer und ja, 59%. Also er konnte 9% dazu gewinnen in der kurzen Zeit. Ich habe gar nicht aufgenommen. Okay, nochmal alles von vorne. So, jetzt zu Hause angekommen, 16.41 Uhr, man sieht 91 Kilometer Restreichweite nach 13,8 Kilometern. Ist jetzt erstmal nicht so aussagekräftig, aber man sieht hier, es sind 53 Kilometer Restreichweite. Restreichweite. Und ich richte mich bei solchem Wetter immer eher nach den Prozenten als nach den Kilometern, weil die Kilometer tanzen dann doch relativ. Und selbst bei dieser extremen Kurzstrecke, wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, irgendwo jetzt nur zu laden, wo ich extrem voll, wo ich dann direkt voll bin, sondern ich stecke dann an, wenn es geht. Und ich finde, das ist eigentlich so die Strategie, mit der ich immer genug im Akku habe, mit der ich seit 3 Jahren wirklich gut fahre und mit der ich kein Problem habe. Und wer jetzt sagt, naja, warum steckt der sich an, wenn der noch 50% im Akku hat? Was ist, wenn da einer ankommt, der auf letzte Rille ankommt? Ja, dann kann die Antwort nur sein, Ladeinfrastruktur ausbauen. Denn Elektroautos müssen dann ans Netz, wenn sie sowieso stehen. Und das immer und überall. Und am besten mit niedriger Leistung. Denn dann können sie auch netzdienlich agieren. So fahre ich jedenfalls seit 3 Jahren super zufrieden. Und so kommt man wirklich nicht in die Problematik, dass man irgendwie mal zu wenig Akkustand hat oder ähnliches. Und ja, das war der Freitag. Eine wirklich extrem Kurzstrecke. Aber wie das Leben so spielt, man hat auch mal Tage, wo man eigentlich gar nicht wirklich fahren muss. Und man hat dann wieder Tage, wo man extrem viel fahren muss. Und ich bin da wirklich nicht der Durchschnittsbürger, aber genau deshalb würde ich euch ja zeigen, wie ich meine Woche meistere, ohne eigene Lademöglichkeit. So, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet, am Samstag, wenn es dann wieder rausgeht nach Brandenburg. Mal gucken, wie, wo, wann ich da lade. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sage Tschüss vom Freitag in der einen Woche eines Laternenladers. Und ja, dann bis morgen. Ciao.